Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift vielleicht schon gelesen habt, gibt es heute wieder einen DM-Haul. Und ja, ich habe ein paar Produkte im Geschäft geshoppt und ein paar Produkte auch online, weil es die bei uns leider vor Ort nicht in der Filiale gab. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als erstes habe ich mir hier diese DM Blitzblank Sauberbox bestellt. Die habe ich bei der lieben Cindy gesehen auf ihrem Kanal. Ich verlinke euch den unten auch in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Ich glaube, man kann die auch noch bestellen. Die müsste noch vorrätig sein. Also ich habe sie jetzt am Sonntag bestellt. Am Dienstag war sie schon bei mir daheim. Also mega schneller Versand. Und hier ist dann einmal drinne, also die Box gesamt hat übrigens 9,95 Euro oder 99 gekostet. Und ja, hier sind halt ein paar Putzsachen drinne, unter anderem von Sagotan Desinfektion Allzweck Reinigungstücher. Dann hatten wir hier einmal drin diese Spontex Tücher, die mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne. Als nächstes hatten wir hier drinne von Vernelle den Supreme Weichspüler in der Nuance Romance. Und der war hier auch richtig gut zugeklebt. Und der duftet richtig gut. Ein bisschen fruchtig. Aber mal schauen, wie sich der an der Wäsche macht. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Dann von WC Ente. Die benutze ich eigentlich sehr, sehr gerne. Sind solche, wie nennen sich die jetzt, Fresh oder frische Siegel. Also die stampfen nicht einfach so in die Toilette, haben keinen Halter. Und was ich echt mega finde, weil ich finde diese Halter eklig. Also ich weiß nicht. Und da mag ich die Dinger schon sehr, sehr gerne, weil die duften richtig intensiv. Und ja, wenn die aufgebraucht sind, sind die weg. Da muss man nichts entnehmen. Finde ich einfach hygienischer, ja. Und dann haben wir noch zwei solcher Boxen. Das dürften Probiergrößen sein. Lenoir Color Waschmittel strahlendes Blütenbouquet und Vollwaschmittel weiße Wasserlilie. Die sehen so aus. Ja, und da habe ich, glaube ich, die von Persil. Oder Ariel, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, die habe ich euch aber schon mal gezeigt. Weil ich nutze die gerne für Sportwäsche, weil die duften irgendwie so richtig gut intensiv. Und da bin ich mal gespannt, wie die hier von Lenoir sind. Und dann ist diese Box auch schon leer. Aber ich finde die Produkte für 9,95 echt super. Also da kann man nicht meckern. Das geht für den Preis echt voll klar. Und vor allen Dingen, wenn man mit allen Produkten was anfangen kann. Dann durfte ich hier mit von Kneipp Badekristalle Lieblingszeit mit Kirschblüte. Ja. Ich freue mich auf den Frühling und ich hoffe, dass der bald kommt. Und ich stehe momentan voll auf so fruchtige Düfte und freue mich echt schon mega drauf. Ja. Dann habe ich mir nochmal einen Silly Sponge bestellt. Und zwar den Beauty Drop. Ich bin einfach mega neugierig drauf. Ich glaube, der lag bei 6,95 oder so. Da ist auch wieder so ein Transportbeutelchen dabei. Und der sieht im Endeffekt so aus wie so ein halber Beautyblender. Was ich irgendwie nicht so cool finde, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass hier immer dieser Plastikrand dran ist. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Und ja, aber generell bin ich mal sehr gespannt drauf, wie das Produkt ist. Das soll ja durch die andere Form einfach besser unter das Auge passen. Und ja, ich bin einfach mega gespannt drauf und werde den jetzt demnächst mal ausprobieren, ob der noch mal besser ist als der andere Silly Sponge. Ansonsten finde ich solche auch gut zum Masken auftragen, weil man kann sich das echt schön aufgeben. Also zumindest den anderen, den ich habe. Dann durfte auch wieder so ein Standardprodukt mit von Evelyn, diese Augenbrauenformer.
auch mit Dufte von Manhattan, der Wake Up Concealer. Der war interessanterweise bei DM günstiger als bei Rossmann, obwohl Rossmann an dem Sonntag 20% auf Manhattan hatte. Deswegen habe ich den bei DM bestellt. Also Preise vergleichen lohnt sich da schon meiner Meinung nach. Und zwar habe ich die Farbe 0001 Natural genommen. Der sieht so aus. Also ein ganz heller Concealer-Ton einfach. Und da möchte ich mal gucken, ob der für unter die Augen einfach ein bisschen feuchtigkeitsspendender ist. Soll er ja sein. Und ja, deswegen probiere ich den jetzt mal aus. Ja, dann habe ich mir von Manhattan noch einen Wonder Wing Eyeliner and Stamp bestellt. Und der hat eine, Stempelspitze. Und da bin ich auch schon mega neugierig, ob das funktioniert. Und zwar kann man sich einfach so einen Wing stempeln und dann praktisch verbinden, dass man halt einen schönen Wing hat. Und ja, das werde ich jetzt demnächst auf jeden Fall auch ausprobieren. Dann habe ich mir auch von L'Oréal Paris den Sugar Scrubs Verwöhnendes Peeling verwöhnt trockene Haut. Und das kann man fürs Gesicht oder auch für die Lippen verwenden. Das ist mit Kakaobutter. Und so sieht der Tiegel hier aus. Das riecht richtig lecker. Also das ist im Endeffekt so ein Zuckerpeeling mit Kakaobutter. Ich glaube Scherbutter oder sowas stand auch noch drauf. Mal schnell schauen. Genau, mit Kakaobutter, Kokosnussöl und Kakaosamen. Also nicht mit Scherbutter. Ja, und drei feinen Kristallzuckern. Ja, probiere ich auf jeden Fall jetzt demnächst aus. Und bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das Produkt ist, weil riechen tut schon mal sehr gut. Dann durfte auch so ein Standardprodukt mit, und zwar die Ebeling 200 Bio-Wattestäbchen in dieser Nature Edition, weil die haben hier kein Plastikstäbchen und ich finde, das braucht es auch nicht. Also man braucht jetzt nicht unbedingt diese Plastikteilchen, und wo man Plastik sparen kann, spare ich es gerne, und das ist so ein Produkt. Dann habe ich diese Kerze hier entdeckt, und zwar ist das Rhabarber Vanille in diesem Duftglas. Und es riecht wie die Yankee Candle, die Ruhab Crumble oder wie die heißt, oder Rhabarber Kuchen im Endeffekt. Und genau so riecht die. Und das ist jetzt schon meine zweite, also oh, ich liebe diesen Duft. Der ist so toll, so frisch, so lecker, ein bisschen vanillig, nicht zu sehr. Ganz, ganz toller Duft. Also wenn ihr mal bei DM seid, schnuppert mal dran. Der riecht richtig, richtig gut. Und im Endeffekt wie die Yankee Candle. Ganz, ganz toller Duft. Dann habe ich hier auch diese Kosmetiktücher-Box entdeckt. Oder Taschentücher. Nächstens sogar Taschentücher. Und zwar mit diesem Faultier drauf. Finde ich auch mega süß. Also richtig tolles Design. Ja, ganz, ganz toll. Ja, dann habe ich mir mal diese Lenore Unstoppables gekauft. Ich wollte sie mir nie kaufen, weil ich sie extrem teuer fand. Jetzt ist das aber so eine Probiergröße, und ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt nimmst du das mal für 3 Euro mit und probierst es mal aus. Und das ist ein ganz, ganz toller Duft. Also der gefällt mir richtig gut. Und ich werde den aber nur für Bettwäsche, vielleicht für Handtücher noch verwenden. Für die normale Wäsche finde ich das einfach zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da tut es ein guter Weichspüler meiner Meinung nach auch. Ja, dann waren ja im, ich glaube September war das schon, oder Oktober, da hat ja DM so einen Wahltag veranstaltet und die Produkte sind jetzt in die Geschäfte gekommen. Und da habe ich mir einmal mitgenommen Cosmo Cat. Einfach, weil ich das mega süß finde. Und es hat auch so viel Spaß gemacht, da die Videos von DM anzuschauen, mitzuwohnen. Und da ist ja Cosmo Cat entstanden. Genauso wie Cake My Day, die Handcreme.
ja, ich habe genug Handcremes, aber ich weiß nicht, ich wollte die Produkte einfach schon im September haben und bin froh, dass ich sie jetzt gefunden habe und ergattern konnte. Und ja, es ist im Endeffekt einfach eine normale Handcreme mit dem Joghurt-Pfirsich-Eisduft. Riecht man jetzt nicht so viel. Gut, ich mit meiner verschnupften Nase momentan eh nicht so viel, aber riecht, ja, lassen wir. Die Bodylotion übrigens, die riecht nach Granatapfel. Und die, finde ich, riecht richtig lecker. Also ein ganz, ganz toller Duft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und was natürlich auch nicht fehlen durfte, ist They See Me Rollin', der Waschbär. Der ist einfach genial. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und das ist so ein Bären-Smoothie-Duft. Und das riecht wie Bubblegum irgendwie. Also wie so ein fruchtig, diese dicken Kaugummis. So riecht der. Aber auch richtig lecker. Dann ganz aktuell auch eine LE von Trended Up. Diese Evernudes LE. Und da durfte einmal mit dieses Evernudes Marble Perfection Powder. Und ich finde ja das Design auch richtig schön mit diesem durchsichtigen Gehäuse. Und das ist im Endeffekt einfach ein schönes, feines Puder, was so die Unebenheiten, also die Hauttöne anpassen soll. Ja, ist einfach ein schönes, feines Puder. Kann man immer brauchen. Und dann durfte noch der Evernudes Face Perfector mit in der 030. Zarte Teilen perfektionierende Make-up-Base für ein ebenmäßiges und strahlendes Finish. Eine ideale Make-up-Grundlage, die auch allein verwendbar ist. Ups. Das sieht so aus. Ich gebe mir jetzt einfach mal ein bisschen was auf den Handrücken. Also die ist leicht rosa und hat auch leichte Glitzerpartikel drin. Ja, hinterlässt ein schönes Hautgefühl und man muss auch sagen, sie bringt die Haut so ein bisschen so zum Strahlen, aber jetzt nicht so übermäßig, sondern einfach, dass sie halt gesund ausschaut. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Duft her, ganz neutral, also ganz angenehm, also richtig toll, ja. Doch, gefällt mir gut. Dann durfte noch ein Badezusatz mit. Eine Portion Danke, Granatapfel und Kakaobutter. Riecht auch sehr lecker. Dann durfte auch wieder mit meiner SOS Detox-Maske mit Heilerde, die liebe ich einfach. Macht einfach ein tolles Hautbild, tolle, ja, gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Und dann durfte auch noch eine neue Maske mit, und zwar von Garnier Skin Active, die schwarze Tuchmaske mit Bambuskohlenvlies, also klärende und feuchtigkeitsspendende und porenverfeinernde Maske. Sieht so aus. Auch wenn ich trockene Haut habe, ab und zu sowas Klärendes, ist doch ganz gut. Und da durfte die mit. Und dann gab es im DM noch zwei, was heißt, ich habe zwei Masken mitgenommen noch, aber es gab noch eine ganze Menge anderer Masken. Und zwar einmal Pretty Animals by the Mask Bar. Diese hier mit einem kleinen Katzenköpfchen drauf. Und die soll auch ausschauen wie eine Katze. Also richtig schön gemacht. Als eine energiespendende Sheet Mask. Und dann durfte ich auch noch mit von Real Solution Tankle Sheet Mask mit Hyaluronik. Und das ist die Hyaluronik. Was steht hier drauf? Hyaluronsäure.
Hyaluronsäure intensive Feuchtigkeitszufuhr. Also einfach nochmal so ein Feuchtigkeitsbooster. Die durfte mit. Genau, hier steht drauf, ein spezielles Gewebe aus 100% Naturfaser und Hydrogel transportiert wertvolle Essenzen und Vitamine effektiv in ihre Haut. Und das ist von Misha. Ja. Genau. Also die hat mich auch sehr angesprochen. Und da freue ich mich echt schon aufs Ausprobieren. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder mit diesem Haul. Ich freue mich schon aufs Ausprobieren der Produkte und ich liebe es einfach. Und mein absolutes Highlight ist einfach diese Kerze, weil die so gut riecht. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit einschaltet. Um nicht zu verpassen, wann das nächste Video online geht, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!